Servus, liebe Wander- und Outdoor-Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich habe hier diesen Wanderrucksack, ist kein Bushcraft-Rucksack in dem Sinne, aber eben Wanderrucksack, trägt sich ganz bequem. Wenn ihr den sehen wollt, bleibt dran. So, dann zeige ich euch den Rucksack mal von außen. Ganz auffällig ist hier zum einen mal dieser Tragegriff festgenietet, einen dicken Gummi, Hartgummigriff, diese Öse hier, Metallring und 1-2 Taschen. Außerhalb unten noch das Wäsche-, Schlafsack- bzw. Schuhfach. Überall sind Komprimiergurte dran mit Plastikclip, geht relativ gut. Die Reißverschlüsse gehen relativ gut. Also dieses Fach hier kann man auch unterteilen. Ja, hier ist das Unterteilungsfach mit einem Reißverschluss. Der geht ein bisschen hartnäckig. Dann kommen wir gleich dazu. An der Seite ist ganz gut Mesh für zum Beispiel Trinkflaschen, sonstiges, was man halt reingeben will. Komprimiergurte mit Clip. Dieses obere Fach, ich finde, das ist somit die beste Tasche hier, die ist unterteilt. Und das mittlere Fach. Das hier ist ein Kopfhörerausgang, kann man drüber streiten, braucht man nicht unbedingt. Das Hauptfach sieht so aus. Zum einen haben wir am Rückenteil nochmal ein Reißverschlussfach. Und unten ist dann eben dieses Abtrennteilfach, oder wie auch immer das zu sagen mag. Das wird hier mit einem Reißverschluss getrennt. Geht ehrlich gesagt nicht sehr einfach. Es geht, wie man sieht hier, es ist möglich. Also, so ist dann abgetrennt. Die Rückenseite, das Tragesystem, ist Mesh, nicht verstellbar, hier ein bisschen schlecht vernäht. Muss man schauen, was man da machen kann, vielleicht wegöden mit einem Feuerzeug oder sonstiges. Tragesystem ist sonst relativ robust, auch hier ist das Mesh dran. Hat einen Brustgurt mit Signalpfeife. Auch hier wieder so Kunststoffösen, Ringe und Beckengurt. Verstellbar vorne natürlich mit großen Clips. Ja, so ist es eigentlich ein angenehmer Wanderrucksack für 40 Euro. Was soll man sagen? Es ist Geschmackssache. Die einen schauen halt eben auf den Preis und nehmen Kleinigkeiten in den Kauf. Bei mir ist es so, ich sag's ganz ehrlich aus dem Bauch raus, den Rucksack kriegt mein Sohnemann. Ich habe so einen ähnlichen, ich weiß, der trägt sich ganz bequem. Habe ich auf einer Bergtour dabei gehabt, mal am Dachstein. Und da brauche ich das nicht nochmal zeigen. Das ist im Prinzip der gleiche, bloß ist meine Version mit Molle und für Bushcrafter eher geeignet. Ist auch hinten für die Bundeswehr-Isomatte zum Beispiel ein Fach vorhanden. Also da kann ich mich nicht beklagen für das wenige Geld. Bei dem Rucksack hier gibt es allerdings auch ein paar Nachteile, die habe ich ja schon mal kurz angedeutet. Ich finde die Naht hier nicht so gut. Wie gesagt, Tragesystem ist in Ordnung und robust oder haltbar ist es schon verarbeitet. Also muss man jetzt nicht Angst haben, dass wenn man da was reintut, dass die Gurte gleich reißen. Definitiv nicht. Ja, ansonsten sauer aufstoßen tut mir halt dieser Kopfhörerausgang. Das erinnert mich dann immer ein bisschen an U-Bahn-Fahrer, City-Leute. Das ist natürlich überhaupt nicht mein Fall. Das wisst ihr ja, sonst wäre ich hier nicht draußen, sonst würde das in der U-Bahn drehen, das Video. Spaß beiseite, aber es ist wirklich eine Sache, da hätte man jetzt einen Trinkblasenschlauchausgang leicht montieren können, anstatt für einen Kopfhörer. Ich gehe ja nicht im Wald und höre mir Musik an, ich will ja die Natur genießen. Diese Reißverschlüsse gehen allgemein sehr gut und der Eingriff hier für die mittlere Tasche ist vielleicht ein bisschen schmal geraten, wenn jemand ein bisschen größere Hände hat als wie jetzt ich, kann es sein, dass der da nicht so angenehm reinlangen kann. Ja, ansonsten muss ich sagen, die Firma hier, die den Rucksack hergestellt hat, hat mir den Rucksack zur Verfügung gestellt, damit ich für euch das Video machen kann. Also danke dafür nochmal an die Firma. Und dieser Rucksack hier, den kriegt mein Sohn, den kann er gut gebrauchen. Der ist universal unterwegs, nicht nur im Wald. Und ich habe ja schon genügend Rucksäcke. Tja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da etc. Und wir sehen uns dann, ich hoffe, demnächst hier wieder draußen in der wunderschönen Natur. Macht es gut. Servus, ciao.